Hallihallo, ihr lieben Getreide, herzlichst willkommen hier bei LS22 Neighbors. So, wir sind auch schon mal wieder fertig soweit mit dem Häckselzeug. Hat Spaß gemacht, muss ich zugeben. Es war wirklich ganz interessant, die Geschichte. Und ich muss jetzt auf alle Fälle aber auch mal aufs Feld. Oh, mir steht es aufs Feld hinaus. So, wie viel haben wir denn noch hier drinnen? Wir haben noch Rotinger drinnen, gut, haben wir auch noch. Gut. So, dann würde ich sagen, meine Lieben, geht's mal zur Sache. So, gut, pass auf, da hängen wir das Ding mal an. Zack. Machen hier noch das ran, das. So, gut. So, wir sehen jetzt noch Raps an, meine Freunde. Da geht's jetzt mal richtig los, ja. Dann müssen wir das Feld noch machen. Das ist natürlich auch noch so eine Geschichte. So. Zack, zack. So, na dann geht's los. So, machen wir hier mal. Zack. Vorne schon mal hier zurück. Samurai, moin, moin, moin. Grüße dich, bist gerade in ein RP gekommen, deswegen rede ich gerade so ein bisschen komisch. So, bin der Obstmanfred. Grüße. Ja, Ernstburger Stefan hier. Stefan, grüß dich! Grüß dich, Manni. Ja, sagen wir, was habt ihr heute eigentlich Schönes gemacht? Ich würde mal kurz quatschen. Ja, wir haben halt unsere Felder alle gekalbt, am Mulchen waren wir jetzt gerade und ich bin jetzt gerade am Pflügen. Ja, pflügt? Ja. So, aber Hammer. Und ich hab dann auch noch die Kühe gefüttert. Aha. Also ganz schön was zu tun, oder was? Ja, sonst wären wir ja beim Hexen dabei gewesen. Ja, die haben schon gesagt, ihr habt keine Zeit. Ich hab mich schon gewundert. Ja, aber es ist sie komplett voll. Nach der Ernte. Wie bitte? Nach der Ernte ist der Arbeitskalender voll. Na, ich weiß, das ist bei mir auch so. Ich sehe jetzt gerade nämlich hier Raps an. Ja. Oh, ich muss meinen Traktor unbedingt mal warten. Das ist übelst. Aber ja, unser Vertrag ist auch nicht nur eine Wartung. Und der Drescher muss noch einmal in Einsatz von uns. Aber dann nehmen wir gleich den großen von uns. Muss eigentlich der kleine noch mehr raus? Was meinst du mit klein? Der kleine Drescher. Der, wo am Gerichtslager steht.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Dann, wenn man raus muss, keine Ahnung. Wenn er nochmal raus muss, dann kann man dann zur Wartung gehen. Ja, also jedenfalls nicht jetzt sofort muss der raus. Mhm. Warum muss. Obwohl, nee, man muss gar nicht wieder raus, oder? Das ist auch nicht so genau. Ja, unserer muss auf jeden Fall nochmal raus. Für die Felder unten. Wir haben ja noch so zwei Felder noch mit Zockenhülse. Ja, dann wäre es ja vielleicht sinnvoll, wenn wir euren schön. Also wenn wir den kleinen, wenn wir den schön ausschmeißen. Also dass wir den schon zum Warten geben. Ja, ja, genau. Der muss jetzt zum. Der wird ja nach jedem Einsatz wartet. Sag mal, hast du wieder solche Kopfschmerzen wie ich? Vorhin ein bisschen, aber jetzt geht's. Boah, der wieder welche gehabt, jetzt hier des Todes. Ja. So, Samurai, ich weiß noch, was du gewerbt bist. Alles gut. Schön, dass du wieder reinschaust, mein Lieber. So. Ja, ein bisschen mein Formflock besser. Mhm. Oh, das ist zum Kotzen hier mit den scheiß Kopfschmerzen, wirklich wahr. Ja, ich dachte schon, du bist. Auf welchem Feld bist du eigentlich? Wo die zwei Messstelle drauf sind? Ja, ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, du fluchst, weil du wieder gegen einen Mast gefahren bist. Nee, nee. Das sind die Scheiße hier. So. Und was, du warst mit Häckseln heute die ganze Zeit? Ich war heute mit Häckseln, ja. Woher hast du das Wild? Hast du mir doch erzählt. Warte. Ja, ich war mit Häckseln. War eine ganz schöne Arbeit, muss ich sagen. Mhm. Aber wir haben es gut hingekriegt. Ja. Hat alles gut funktioniert. Na gut, bei uns ist jetzt alles gut gelaufen. Man braucht halt für das Mulchen eine gute Zeit. Findest du, auch Mulchen geht doch eigentlich ganz schnell, oder? Weil es bei unseren Flächen dauert es ja ewig. Warum? Wir wollen jetzt auf die Flächen, die wo ein bisschen größer sind. Zum Beispiel unser Feld, das was direkt beim Nikolas ist. Das dauert ja ewig zum Mulchen, weil wir haben. Es gibt ja auch im Katalog keinen Mulch, der über 6 Meter ist. Das stimmt. Und mit den 6 Metern braucht man bei uns. Muss man kurz in der App schauen. Bei 4 Hektar dauert man schon ewig. Ja, glaube ich. Ja, weil du es jetzt gerade gesagt hast, das mal nicht. Nee, wer die Strommasten hier reingebaut hat, den sollte man 4 Teilen aufhängen und alles mit dem machen. Das geht auf hier. Der Scheiß! Rotze! Seid zum Kotzen! Verstehst du das, wie ich das meine? Der Vorsprung! Ja, wir haben auch. Wir haben so ein Feld, aber leider können wir gegen den Mast nichts machen. Der Mast war vorher da. Als das ja, Feld. Ich weiß schon, das ist ja bei mir nur dasselbe.
Du wolltest mir ja letztens eigentlich noch was zeigen. Was willst du dir zeigen? Irgendwas Neues bei dir auf dem Hof. Ach so, ich weiß was. Ja, mein kleines Ferien- oder Wochenenddomizil wollte ich dir zeigen. Wenn du dann soweit wärst, ich könnte eine Pause vom Flügen vertragen. Ja, das glaube ich. Na, ich hab noch, du kannst eigentlich schon herkommen. Ich hab noch 2 Bahnen zu fahren und dann bin ich durch. Dann fahr ich kurz zum Hof über und dann. Ich bin ja gleich bei den Feldern direkt am Hof. Ja, mach das mal. Er hat wieder noch bevor Gewände, aber das kriegen wir ja schnell hin. So. Na gut, wenn du auf der Zielgeraden bist, rufst du mit durch. Jo, mach ich. Alles klar, bis gleich, hä? Bis gleich. Tschüss. Jo. So, meine Lieben. Also Samurai, ja. Ich habe mich bestimmt ein bisschen falsch ausgedrückt. So ist es eher richtig. So, das haben wir auf alle Fälle zuerst mal angesehen hier, das Zeug. Mir geht's gut. Siehst du doch, schlechten Leuten geht's immer gut. Schlechten Leuten geht's immer gut. Wenn das Gelecke nicht wäre, würde es mir noch besser gehen. So. Ja, aber wie ist bei dir? Wie ist es dir ergangen jetzt in der Zeit? GPS mal aus, brauchen wir genau. Mann, warum lenkt denn der so heftigst immer hin und her? Verstehst du nicht? Also geiles Bild. Ja, wie es dir jetzt so in der letzten Zeit ergangen ist, mein Lieber. Wir haben ja lange nichts mehr gehört voneinander. So, gut. So. Ich
Schweinezuchtbetrieb. Ups, da war aber rot. Servus, der Stefan hier. Oh, Grüße. Also, ich wäre auf der Ziege geraten. Du bist auf der Ziege geraten. Ja, was denn, wo bist denn du jetzt gerade? Höhe Gerdestelage. Ja, bleib mal dort kurz. Ich fahr gerade zurück. Alles klar. Du hast mir meine Seemaschine abhängen. Ja. Und sammel dich dann dort ein. Alles klar. Wir bräuchten vielleicht mal einen Kärcher am Gerdestelage. Das wäre natürlich auch eine sinnvolle Investition, stimmt. Hast du recht? Ja, sonst müsste man jetzt mit dem Drescher zu dir rüberfahren. Ja gut, das können wir ja jetzt erst einmal noch machen. Heute, morgen, übermorgen, wie auch immer. Ja, für die nächste aber Zeit, dass wir da dann was haben. Grundsätzlich wäre es schon mal gut, ja. Das weg. So. Self, dann sammle ich dich mal auf. So, steig einmal, ja. Jung. Ja, wir haben nämlich jetzt hier. Wir wollten das ja eigentlich im Endeffekt ein bisschen. Auf Eigenbau wollte ich das ja alles machen. Ja. Aber manches geht nicht ganz auf Eigenbau, deswegen haben wir da jetzt ein bisschen. Also, ein Kumpel von mir, der ist Bauunternehmer und der hat mir einen großen Kran hingestellt. Okay. So, du siehst es vielleicht sogar schon von weitem. Gut, einen Kran sollte man nicht von weitem übersehen. Nee. So. Ja, und das Asphaltieren, die hört, das kommt dann sowieso noch weg. Ja. Lego Bios. So. Bei dir auch gerade Kopfschmerzen mäßig? Nö. Extrem bei mir. So, gut. Dann herzlich willkommen im La Casa del Obst. Mhm. Das wird dann noch mit Holz verkleidet hier, das Ding. Ja, ja. Und das ist nun mein schönes Waldgrundstück hier, weißt du? Ja. Hier können wir mit hier rein. Wird ganz schön. Was ist denn jetzt? Warum komme ich hier nicht rein? Jetzt. So. Ja, mit großem Fenster hier gleich raus zu euch, dass man noch sieht, was ihr macht. Das ist der Biohof. Ja, ne, warum Biohof? Du musst den Biohof. Ja, ich weiß schon. Und da haben wir keine Felder. Nee, aber wenn hier mal jemand zu Besuch kommt, meine ich. Ja, da siehst du mal gleich, wer kommt. Ja, aber richtig. Genau, dann geht's hier raus zum Garten. Mhm. Weißt du, hier hinten ist dann so ein bisschen Garten. Ja. Vielleicht bis hierher ungefähr, so wie der Baum hier so ist. Das wird da alles noch hier mit Erde aufgefüllt wieder, weißt du? Ja. Also das Betonzeug und das kommt alles dann wieder weg. Das wird alles wieder zurückgebaut. Soll das ein zweiter Stock sein? Was, hier? Ja. Ey, das sind irgendwie so Aussparen für die Fenster drinnen. Ja, ja. Aber die haben dann den Aufgang vergessen. Ja, das wissen wir noch nicht genau, wie wir es genau machen. Es kann ja sein, dass es vielleicht, dass wir hier so eine kleine Klappe rein machen und dann bloß so einen kleinen Oberboden, weißt du? Mhm. So einen Dachboden rein. Ja. Das weiß ich noch nicht genau, das müssen wir mal sehen. Ja, und hier wird dann so ein bisschen Parkplatz sein. Weißt du? Ja. Da werden dann so meine Oldtimer werden hier drinnen stehen. Hier kommen noch ein paar Unterstände hin. Musst du noch einen Swimmingpool hier hinmachen lassen? Meinst du? Ja. Da komme ich in meinem hohen Alter doch dann irgendwann gar nicht mehr raus. Ah, dann brauchst du bloß hier einen LKW-Parkplatz. LKW-Parkplatz? Warum LKW? Ja, da besuchen wir dich öfters. Ach so. Ja, das ist hier. Dann sollen da noch ein paar Bäume wieder aufgeforstet werden, ja, im Endeffekt.
dass das alles wieder schön dicht bewachsen ist. Vor allem hier hinten, hier. Weißt du, hier machen wir noch ein paar Bäume wieder hin. Hier forsten wir alles wieder auf. Vielleicht, müssen wir mal sehen. Oder wenigstens Sträucherzeug und so, weißt du? Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, das ist nicht so mein Lebenswerk, wird es. Ja. War ja auch mein absoluter Lebenstraum. Hast du gesehen, es war meine Taschen. Kennen Sie? Meine Taschen, meine. Das Ding ist, man kommt, ne, vor dem ich noch immer aus dem. Das Ding ist. Was wollte ich jetzt gleich sagen? Achso, ich komme in der Nähe des Waldes und sofort geht die los, weißt du? Mhm. Ja, irgendwie sagst du, Stefan. Das ist eigentlich ein ganz schönes, so ein schönes Grundstück. Ja. Guck mal, und hier kannst du dann über Witzdorf so ein bisschen drüber gucken. Kann ich in Richard, kann ich da ein bisschen beobachten, was da im ganzen Dorf eine Scheiße fabriziert. Und wenn ich dann meinen Hof abgebe und verkaufe, weißt du, oder Wäsche hätte ich den Verkauf, aber wenn ich dann mich zur Ruhe setze, dann, ja, dann ist ja vorbei bei mir. Obwohl, nee, dann fängt das Leben eigentlich auch mal richtig an, hier oben. Ja. Weißt du? Und kannst du ziemlich oft Oldtimer-Ausfahrten machen. Ja, ne, das wird auf alle Fälle passieren. Ich kaufe mir auf alle Fälle noch so 3er, 4er. Das ist wie mein zweites kleines Ziel, weißt du? Das Haus hier noch fertig bringen und dann. Ja. Bei uns werden wahrscheinlich auch noch 2 kommen. Ja. Also wir werden wahrscheinlich auf 2 dann sein. Oder vielleicht kommen brauchen uns dann wirklich noch 2 Oldtimer. Okay. Da habe ich jetzt wohl im Kopf. Ja. Ja, so einen alten Fendt, Dieselrost. Ja. Und wahrscheinlich so ein Deutz. Rein, ja, ich will mir mal so ein Büro holen. Kennst du die? Ja. Die gefallen mir irgendwie auch. Okay. Die sind so ein bisschen bullig. Das sind vielleicht nicht ganz Oldtimer, so ein bisschen Youngtimer-mäßig. Mhm. Finde ich eigentlich ganz geil. Aber meine lieben Freunde, wir haben es für heute schon wieder geschafft. Jetzt habt ihr mal so ein bisschen mein zweites Ziel noch kennengelernt, was wir hier in Neighbors haben. Hoffentlich erreichen wir das noch, bis hier das Ganze mal zu Ende ist. Und dann, ja, werden wir uns auf alle Fälle in der nächsten Folge sehen, meine Lieben. Lasst gerne mal Däumchen da und, ja, gerne ein Abo unten drunter unter dem Video. Alles klar, bis dahin, macht's immer gut, wir sind auch schon mal raus. Tschüss und ciao. Ciao.